Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen heute ein kurzes, knackiges Bauchbeine-Po-Workout. Ihr solltet euch schon warm gemacht haben und dann fangen wir direkt an. Stellt euch einmal breit hin, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen und wir machen Kniebeugen. Und los. Geht schön weit runter. Wenn ihr nach oben kommt, Po fest zusammendrücken. Und tiefer. So, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir bleiben unten. Und jetzt machen wir nur leichte Impulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hoch. Beine ausschütteln. So, jetzt stellen wir uns wieder breit hin. Gehen nach unten. Und jetzt heben wir abwechselnd die Fersen an. Bleib schön unten mit dem Gesäß. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und hoch. Oh, das war schön. So, jetzt machen wir weiter mit Ausfallschritten. Also einmal einen großen Schritt nach vorne. Guck, dass die Füße gerade ausgerichtet sind, Becken ist gerade. Und jetzt nach unten. Geht richtig tief. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und halten und aufhören. So, wieder ausschütteln. Jetzt das andere Bein. Wieder großen Schritt nach vorne und tief runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und halten und ausschütteln. So, für die nächste Übung, die ist für die Adduktoren, müssen wir einmal die Schuhe ausziehen. Jetzt stellt euch am besten auf den Boden. Ihr könnt auch ein Handtuch oder ein Wischtuch oder irgendwas unter den Fuß legen. Ein Fuß bleibt stabil. Und mit dem anderen zieht ihr zur Seite auf. Ja? Gut. Stand. Und jetzt fangen wir an. Noch 10. 9. Bye.
kurz die Beine ausschütteln. Und die andere Seite. So, gerade Stand. Und rechts. Ein bisschen leichter sein soll, auf die Unterarme gehen. Dann habt ihr nicht die Belastung von den Schultern und den Handgelenken. So, dann einmal anfangen und wir strecken das Bein. Bleibt mit dem Bauch angespannt, Rücken ist gerade. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und anspannen. Jetzt kleine Kicks nach oben. Hoch.
2, 3, 1 und fertig. So, jetzt geht's weiter mit dem Bauch. Dafür setzen wir uns einmal auf die Matte, stützen uns hinten mit den Händen ab, heben die Füße an und jetzt immer abwechselnd einen Fuß ausstrecken. Und ausstrecken. Noch 15, 14, 13, 14. Sehr gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, kurz entspannt. So, jetzt machen wir weiter mit dem Russian Twist. Das heißt, ihr stellt die Füße vor euch auf, lehnt euch nach hinten. Je weiter ihr euch nach hinten lehnt, desto schwieriger wird es auch. Also je schräger der Winkel, desto schwerer ist es zu halten. Achtet darauf, dass der Rücken gerade ist, Schultern ziehen nach hinten, unten. Jetzt habt ihr die Hände vorm Körper und tippt immer abwechselnd mit den Händen auf den Boden. Rechts, links. Ach, kommen wir schon. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und halten. Halten, halten und auflösen. So, nächstes Rückenlage. Legt euch gerade auf den Rücken. Winkelt die Beine an. Die Arme liegen auf dem Boden. Und jetzt hebt einmal das Becken nach oben. Und wieder runter. Oben Po anspannen. Und hoch. 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 Noch 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1 und halten. Richtig das Gesäß zusammenpressen, richtig anspannen. Und runter. So, jetzt nochmal ein Schwierigkeitsgrad höher. Diesmal strecken wir ein Bein aus. 10 pro Seite und hoch. Vier, drei, zwei, eins und anderes Bein ausstrecken und hoch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Nochmal hoch und ablegen. So, jetzt machen wir einmal
Ecken abheben. Das bedeutet, ihr streckt einmal die Beine aus, habt die Hände auf dem Boden und jetzt hebt ihr das Becken immer ab. Kurze Impulse. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, die nächste Übung ist im Seitstütz. Das bedeutet einmal auf den Unterarm aufstützen und einmal hochgehen. Als Alternative könnt ihr auch das linke Bein angewinkelt haben. So ist es ein bisschen leichter. Ich mache es jetzt mit den Füßen vor. Wir strecken den oberen Arm aus und fädeln dann den oberen Arm unter unserem Körper durch. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, einmal die Seite wechseln. Stützt euch mit dem anderen Arm auf. Wie gesagt, wieder die Alternative, dass ihr das untere Bein angewinkelt habt. Oder ihr streckt eben die Beine auf, bringt euch nach oben, ausstrecken und wieder aufbringen. Schultern, Knie unter der Hüfte, dann streckt ihr den rechten Arm und das linke Bein aus und führt Knie und Ellbogen unter dem Körper zusammen. Dann wieder strecken, zusammen strecken, macht euch richtig lang. Und dann die andere Seite. Linker Arm, rechtes Bein ausstrecken und zusammen. Richtig lang. Ein bisschen auspowern und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.